Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und das ist hier sozusagen die erste Folge, die ihr sehen könnt, die zur neuen Playlist von Reinvented gehört. Und zwar geht es darum, dass wir uns, wahrscheinlich erstmal nur ich, uns mit jedem, der auch mag, Spiele anschauen, die so ein bisschen Gene von Spielen, die wir uns schon angeschaut haben oder die wir uns noch anschauen werden. Also etwas, was man aus der Vergangenheit kennt, was das so ein bisschen wieder, ja, ich will nicht sagen wiederbelebt, aber schon neu erfindet, vielleicht mit modernen Elementen kombiniert. Und das Ganze kann dann ein aktuelleres Spiel sein, das kann ein älteres Spiel sein, das kann eine Folge sein, das kann mehrere Folgen sein. Das ist mehr so, wie es euch und mir gefällt. Schauen wir mal, wer heute noch dazu kommen mag. Ich denke, das muss ich vielleicht auch erstmal so ein bisschen setzen. Das Spiel heute ist, ups, muss ich hier auch den hier reinklicken, ist Airships Conquer the Sky. Wie hier schon steht, ein Spiel von David Stark und der hat das Ganze allein programmiert, glaube ich. Moment, gab es hier nicht irgendeine Stellung? Abspann. Genau, der hat das ganz allein entwickelt. Es gab halt zwar noch so ein paar Leute, die ihm da geholfen haben bei Sound und sowas und vielleicht ein bisschen Design, aber ansonsten hat er das selber gemacht und das Spiel ist, ja, vielleicht, wenn man es direkt vergleichen müsste, mit Ancient Art of War in the Sky zu vergleichen, glaube ich, am ehesten. Aber man baut sich da seine Vehikel selber. Und damit fangen wir auch gleich mal an. Es gibt auch noch Mods dazu, man kann hier viel einstellen, aber naja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht sehen. Also was ich euch erstmal zeigen möchte, ist, dass man hier mehrere Elemente bauen kann. Also klar, gefechtes Kämpfen, Kampf öffnen ist ein geladenen, aber hier interessant wird es, also es gibt Luftschiffe, die man bauen kann, es gibt Gebäude, die man bauen kann, die verteidigen Städte sozusagen und es gibt noch Landschiffe, die kann man auch bauen, mit denen kann man Städte verteidigen, aber ich glaube, man kann mit denen auch Städte angreifen, aber ja, da muss ich mal sehen, also da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, wie das funktioniert. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Wenn wir hier nochmal kurz zurückgehen, sieht man, dass es hier die Tutorials gibt, dann gibt es Missionen und ich glaube, der Kernteil des Spiels oder das Herzstück oder wie auch immer man das nennen will, ist hier, glaube ich, das Erobern oder der Conquest-Modus oder wie auch immer. So, hier kann man halt laden und starten, aber wir wollten ja erstmal was designen. Und dann fangen wir mal mit den Luftschiff-Editoren an. Und diesen Luftschiff-Editor gibt es im Spiel auch, aber im Spiel ist der halt auf Forschungslevel und auf Kosten begrenzt. Hier jetzt nicht, hier ist jetzt der Name. Und jetzt kann man einfach anfangen, was zu bauen. Hier hat man, links sind die Module, die man bauen kann. Hier stehen mir jetzt alle Module zur Verfügung, aber es gibt dann so ein Tech-Tree, den man von links nach rechts durchlaufen sollte, wie man das von anderen Strategiespielen auch kennt. Ja, das Ganze ist ganz nett unterteilt, einmal in so ja, Fachbereiche könnte man fast sagen. Und hier ist der Basisbereich, mit dem man eigentlich schon mal so ein Raumschiff bauen kann. Also was man auf jeden Fall braucht, ist dieses Suspendium. Das ist, steht hier auch ein großer Kristall, wird hier unter Spannung gehalten und trägt so das Luftschiff. Es gibt noch andere Möglichkeiten, um das Luftschiff Auftrieb zu verleihen. Das sehen wir hier auch. Es gibt einmal diese Kammer und dann kann man halt noch so, ja, wie Heliumtanks sozusagen bauen. Es gibt große und kleine Kammern und so weiter. Wir können jetzt einfach mal hier ein Design öffnen. Ich weiß gar nicht. Gibt unterschiedliche. Ich gucke gerade, welches ich davon gebaut habe. Das hatte ich, glaube ich, gebaut und ich glaube, die Raspel hatte ich auch gebaut. Gucken wir uns die mal an. Hier sieht man auch so die wichtigsten technischen Daten zu dem Schiff. Interessant ist noch, dass man dem Schiff im Kampf Befehle geben kann, aber halt unabhängig davon, wie das Kommunikationssystem hier in dem Schiff ist, dauert es halt, bis die Befehle ausgeführt werden. Und hier kann ich halt alle 4 Sekunden sozusagen neue Befehle geben.
Und wenn wir das öffnen, sieht man schon, dass das hier jetzt, naja, so ein erster Versuch von mir war. Also mir war es halt wichtig, dass es eine einigermaßen hohe Dienstgipfelhöhe hat. Also wenn das tiefer ist, dann ist man näher am Boden und dann können die Bodenabwehrgeschütze oder die Luftabwehrgeschütze eigentlich, die bodenstationierten Luftabwehrgeschütze einen natürlich besser treffen und auch mehr Schaden machen. Das ist nicht zu empfehlen und deswegen ist es ganz wichtig, dass man hier eine Dienstgipfelhöhe hat, die Geschwindigkeit und da habe ich jetzt nicht so weiter drauf geachtet. Die Kosten sind natürlich relativ hoch und was man hier sieht ist, ich habe hier unten einen Kiel gemacht, weil ich dachte, alles was von unten kommt, das kann dann erstmal hier dran kaputt gehen. Dann sind das hier Quartiere, die man braucht. Hier steht auch, empfohlene Crew ist 20 und wir haben jetzt 24. Das heißt, wenn da mal einer von stirbt oder verletzt ist, ist das nicht ganz so schlimm. Genau, dann gibt es hier eine Wachkaserne. Ja, die passt halt auf und ich keine Ahnung, wofür die genau ist. Die Reparaturstation war wichtig. Hier ist das Kohlelager, das brauchen wir, um Auftrieb zu generieren in diesem Tank und für alles, was hier sozusagen drin ist. Alles, was mit Strom versorgt wird, könnte man sagen, braucht man Kohle für. Also im Prinzip alles hier. Ja, große Segel, wir haben noch diesen Tank. Ja, wir könnten jetzt natürlich hier jetzt irgendwie andere Kanonen oder so reinbauen. Also das Ganze geht dann halt so, da muss man halt gucken, wo man das Modul anbauen kann. Wenn ich das jetzt hier anbaue, dann sieht man auch schon, dass der überhaupt gar keine Verbindung hat hier runter. Das heißt, da kann überhaupt gar keiner hin, um die Kanone zu bedienen. Genau, mit X kann man die noch die Richtung wechseln. Und mit der rechten Maustaste montiert man es wieder ab. Was ich auch, ich glaube, bei diesem noch nicht rausgefunden hatte, war, ach, jetzt ist hier alles aufgeklappt. Es gab noch Panzerung. War das hier Struktur? Kurve, Messingrohre, Schräge. Nee, ach hier, das war das. Genau, so konnte man sagen Panzerung. Und dann sieht man, dass hier außen eigentlich nur diese standardmäßige Holzwand ist. Und da gibt es hier natürlich dann noch andere Panzerungen, die man erstmal erforschen muss. Also man könnte jetzt hier eine verstärkte Holzpanzerung nehmen. Und jetzt sieht man hier auch, geht die Dienstgipfelhöhe natürlich runter, weil ich jetzt hier erstmal ja, Gewicht drauf addiere. Und um das zu dem entgegenzukontern, müsste ich halt diesen Tank wieder vergrößern, um da mehr Auftrieb zu erhalten. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal egal. Okay, so, genau das gleiche geht auch nochmal mit den Gebäuden, die kann ich so erstellen. Also die Gebäude, das sind halt, muss man sich so ein bisschen wie Wachtürme oder Festungen vorstellen. Und das Ganze auch mit Landschiffen, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Panzer, aber da gibt es auch ganz lustige. Kann man die hier auch schon laden? Genau, das sieht man hier jetzt. Also das ist so ein Panzer mit Ketten. Es gibt auch irgendwie so ein, genau, es gibt so ein Walker, so ein Strider, der zwei Beine hat. Also ist ganz lustig gemacht. Hier so ein Riesenteil, das dann 6.500 Dollar kostet. Ja. Es gibt auch noch bei Steam ganz viele Mods. Das hatte ich eben schon mal angesprochen. Die fügen halt Teile hinzu und Funktionen hinzu. Das Ganze basiert, glaube ich, auf Java, deswegen ist das irgendwie, vermute ich, auch mal recht gut modbar. Okay. Ich glaube, wir sollten erstmal, bevor wir dann in den ja, Königsmodus oder wie auch immer einsteigen, also in diesen Erobern-Modus, vielleicht mal so eine kleine Mission machen. Ich weiß gar nicht, was es hier. Zwei Aufklärungsschiffe treffen sich in Niemandsland. Das gegnerische Schiff ist moderner, aber deines hat auch seine Vorteile. Okay, gucken wir uns die mal an. Hallo Layer 8. Oh, jetzt geht's hier gleich los. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, du hattest Urlaub und hast ihn genossen. So, jetzt das ist der Kampf. Man sieht hier, so, sieht so ein bisschen aus wie Terraria oder Minecraft von der Seite. Es ist halt alles in Blöcken aufgebaut. Das ist jetzt nicht so super ansprechend, aber nichtsdestotrotz ist es schon ganz nett, finde ich. Also man kann da ganz gut mitarbeiten.
Hier unten sind die Befehle. Und man sieht auch jedes Mal, was für Auswirkungen das hat. Man sieht hier auch schon ein bisschen Crew transferieren, entern. Man kann zum Beispiel, wenn man so eine Enter-Crew hat, dann kann man hier rüber und dann, wie bei den Piraten, mit so Leinen rutschen die dann hier rüber und dann sieht man, das feindliche Raumschiff, ist dann die Panzerung weg und man sieht es von der Seite und seine eigenen Soldaten da drin rumlaufen. Hier gibt es auch noch zivile Flugschiffe, aber ich glaube, die kann man nicht treffen, die können nicht kaputt gehen. Also da passiert nichts. Es gibt hier auch noch viele andere Sachen, Fokus, Feuer löschen und sowas. Da können wir uns dann mal bei Gelegenheit mit auseinandersetzen. Hier oben ist die Geschwindigkeit, mit der man das ablaufen lassen kann. Und hier kann ich halt die Außenseite ein- und ausblenden, wie auch immer. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also dessen Vorteil ist offensichtlich, dass er recht schnell ist und auch einen guten Schusswinkel hat. Wir sollten jetzt. Ah, der kommt ja auf uns zu. Ja, der kommt auf uns zu. Wir sollten auf jeden Fall irgendwie über den kommen. Vielleicht sogar umkehren und dann hier. So, und jetzt habe ich einen Befehl gegeben. Jetzt sieht man sozusagen den Schatten. Und wir machen uns langsam dann auf dem Weg dahin. Hier ist jetzt so ein Cooldown. Das sind diese 4 Sekunden oder was auch immer das war. Ich weiß gar nicht, was hier der Cooldown ist. Und ich hab mich da voll verschätzt. Der sagt, ja, habe mich entspannt, aber die Aufnahmen später angeschaut. Selbst auch Urlaub gehabt. Ja, super. Nee, ich habe bis jetzt noch keinen Urlaub gehabt, aber das kommt noch. Wir werden wahrscheinlich ja die Moment, nächste, übernächste Woche oder die Woche danach, wir wissen das noch nicht ganz so genau. Wir machen das so ein bisschen spontan, haben wir uns überlegt. Drehen wir uns wieder um, weil wir nämlich Bomben werfen können. Und wir haben hier so ganz normale Geschütze. Man sieht jetzt schon die ersten Einschläge. Wirklich nicht so fit. Fix. Also. Ich hoffe, dir haben die Aufnahmen trotzdem gefallen. Ich hatte letzte Woche ja auch aussetzen müssen, weil ich da Migräne hatte die Woche über, aber diese Woche ging es dann weiter. Jetzt wird hier schon wieder. Moment. Ach, was habe ich. Jetzt habe ich F aus Versehen gedrückt, obwohl ich M drücken wollte. Das war schlecht. Aber dann lösch mal das Feuer. Man sieht hier die Bomben. Fallen hier langsam. Man könnte auch normale Geschwindigkeit machen. So. Man könnte das ganze Ding auch rammen. Aber da habe ich jetzt auch nicht so Lust zu. Dann klebt man so ein bisschen zusammen. Aber es ist trotzdem noch spielbar. Oh. Ich fände einen Modus noch ganz gut, der automatisch Pause macht, sobald man. Oh, jetzt ist hier, glaube ich, irgendwas kaputt gegangen. Der automatisch Pause macht, sobald man hier irgendwas drückt. Das weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Da können wir gleich nochmal in den Optionen gucken. Das wäre echt praktisch. Ups, da scheint ja wohl was Größeres kaputt gegangen zu sein. Bei uns ist hier auch schon. Ich glaube, ein Gunner war hier, der ist kaputt gegangen. Man sieht hier auch schon, dass hier beschädigte Sachen sind. Und ich glaube, so ein Reparaturzentrum haben wir auch noch gar nicht. Naja. Gegner versteckt sich im Nebel. Wir müssen näher ran. Dann machen wir das mal. Dann gehen wir hier nochmal näher ran. Aber der ist ja jetzt als U-Boot, würde man sagen, auf Grund aufgelaufen. Wahrscheinlich. Oh, er hat sich wieder erhoben. Dann war es ein taktisches Manöver. Ich weiß gar nicht, was man hier noch. Ziel auswählen. Nee, 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 nee. Nicht abhauen. Irgendwie scheint er Probleme zu haben mit dem Nachladen oder so. Gibt es hier noch? Ach so, das ist Fokus Feuer löschen, Fokus Antrieb, Fokus reparieren, Fokus Waffen. Oh, Fokus Waffen. Versuch nochmal hier umzukehren. Der uns nicht mehr beschießen kann. Ja. Dem habe ich es gezeigt. Man sieht jetzt hier auch schon, die Panzerung geht kaputt und man sieht die Leute, die da drin rumlaufen. Und ich weiß nicht, ob seine Brücke kaputt gegangen ist oder so. Dass da keine Steuerbefehle mehr ankommen. Er wehrt sich jedenfalls nicht mehr.
Hier sind die Granatwerfer-Jungs, die schmeißen jetzt einfach die Granaten hin und her. Und hier wird auch immer Munition dann hin und her getragen. Das ist aber ganz schön laut. Mach ich gleich mal leiser, glaube ich. Weil der Rest ist ziemlich leise und die großen Explosionen sind laut. Wir haben gewonnen. Die Moskito hat überlebt und Winter hatte keinen Antrieb mehr. Genau, gehen wir gerade nochmal raus und schauen nochmal in die Einstellung, ob es da sowas gibt. Fehlermeldung schicken, Lautstärke. Nein, noch leiser. Ich kann's. Nee, ich glaube, noch leiser kann ich nicht. Dann ist es aus. Fensterumrandung brauche ich nicht. Systemcursor auch nicht. Mit Cursor schieben. Rand des Cursors gescrolltes brauche ich auch nicht. Screencheck brauche ich nicht. Aktiviert den Animationstester brauche ich auch nicht. Gebrauchsstatistiken, ja. Bei Indie-Entwicklern und so, manchmal mache ich das. Ich vertraue dem Entwickler, deswegen ist das schon okay. Gibt es hier sonst noch was? Mods? Nee, gibt leider keine Einstellung dafür. Dass ich das einstellen kann, dass er anhält, wenn ich Befehle gegeben. Gut, da muss ich halt jedes Mal vorher Leertaste drücken. Bringt mich nicht um. So, vielleicht machen wir nochmal einen. Angriff auf ein Schloss. Tollkühne Luftgrenadiere können gegnerische Schiffe und Gebäude übernehmen. Ah ja, genau. Das ist interessant. Oh, jetzt haben wir auch schon zwei. Und man sieht, die haben hier auch schon Raketen. Gibt es überhaupt ein Gebäude? Ach ja, da unten ist ein Gebäude. Und hier sind die Luftpioniere. Mit B mache ich Entern. Okay, aber ich denke mal, dafür muss ich näher ran. Genau, näher ran. Und mit dem... Gipfelhöhe wird hierdurch angezeigt. Hier drüber geht das nicht und es gibt hier, ja, man würde sagen, unterschiedliche Layer. Layer sagt, das Spiel verwirrt mich total. Warum? Dann habe ich vielleicht eine schlechte Erklärung gemacht. Was verwirrt dich denn? Was verstehst du denn nicht? Ah, hier sehe ich die Reichweiten, in denen ich angreifen kann. So, und genau, die entern da jetzt. Zack. Bewegen wir uns mal weg. Und ich weiß nicht, ob ich damit auch noch mal entern sollte. Ach, das ist geentert. Moment, kann ich das jetzt? Ach nee, es wird geentert. Ah ja, hier sehe ich jetzt. Brücke erreicht. Und jetzt kann ich den bedienen. Okay, kann ich dem Befehle geben. Dann müssen wir mit dem hier noch rüber. Dem. Das an. Also erstens, worum geht's genau? Zweitens, was ist das Ziel? Und drittens, kannst du dir auch so einen Flieger bauen? Ja, du bist ein bisschen später dazugekommen. Das habe ich am Anfang alles erklärt. Ich will das jetzt nicht nochmal alles ausführlich erklären. Darum einfach nur kurz die Zusammenfassung. Also, ich hatte ja in dem Eröffnungsvideo oder in dem Informationsvideo schon gesagt, dass ich ganz gerne eine neue Serie starten würde, in der man sich Spiele anschaut, die auf den Genen oder den Ideen von alten Spielen basieren und alte und neue Ideen miteinander mischen. Und das erste Spiel, was ich mir dafür ausgesucht habe, war halt dieses Airships Conquer the Skies. Das Spiel hat drei unterschiedliche Modi sozusagen. Es hat einmal einen Baumodus, es hat so einen Missionsmodus wie hier und dann gibt es noch so einen Modus, den wir gleich hauptsächlich spielen werden. In dem Modus geht es um die Eroberung eines Landes sozusagen. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Knights of the Sky, Ancient Arts of War in the Sky und würde ich sagen wo erobert man also nicht Civilization also ein Spiel, was vorgegebene Karten hat, wo man wo man strategische Missionen hat, die aber nicht so ganz ausgefeilt sind. Also es
Wirst du gleich noch sehen. Ja, das Zurückspulen geht auch nicht, weil dadurch würde sich die Latenz erhöhen und ich finde es wichtiger, mit euch direkt zu kommunizieren, wie das man dann zurückspulen kann. Also wenn das hier durchgelaufen ist, kannst du dir natürlich zurückspulen und dir das Ganze nochmal anschauen. Und ja, solche Flieger kann man auch selber bauen. Das machen wir gleich auch. Ich hoffe, das hat jetzt so ein bisschen für Aufklärung gesorgt. So. Da habe ich keine mehr, mit denen kann ich nicht entern, also bringt mir das eigentlich nichts. Ich könnte. Achso, der ist eh noch im Cooldown. Entern die jetzt hier? Sieht nicht so aus. Das ist zu weit weg. Ich glaube, das ist zu weit weg. Gut, dann müssen wir da gleich nochmal näher ran. Ich hoffe, der macht das Ablenkungsmanöver. Ja, Lea, das klingt nicht nur interessant, das ist auch interessant, das macht Spaß. Es ist so ein bisschen Getüftel und. Ah, jetzt. Ach, die. Okay. Ja, interessant. Interessanter Weg von der KI, dass die hier erst rüber, um dann da dran zu kommen. Ah, und hier unten sieht man jetzt, wie der durchgelaufen wird und die Brücke erobert wird. Okay. Hier die Wachmannschaften vom Gegner geentert, gefangen. Bin außer Gefecht. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Haben wir jetzt nichts mehr zum Entern? Doch, er kann wieder entern. Okay. Machen wir das mal so und bewegen den hier raus, bis der wieder. Ach nee, das verstehe ich nicht. Hier stand doch von gefangen, vom Gegner geentert. Und den anderen? Okay, man besetzt dann die Brücke. Ach, die sitzen hier, die stehen hier sogar und haben die Hände gehoben. Haben sich ergeben. Sehr lustig. Niedlich. Ach nee, die haben auch die. Ach, die haben immer die Hände oben. Okay, ich dachte, die hätten die Hände hoch und hätten sich ergeben. Ja, das verstehe ich noch nicht ganz hier mit dem, mit den Symbolen, muss ich ehrlich gestehen. Das scheint irgendwie Wachmannschaft zu sein. Okay, ich könnte jetzt hier aber Befehle geben. Verlassen, Crew transferieren. Kann ich jetzt sagen, 4 Einheiten Crew hierhin transferieren? Ne, geht nicht mehr weiter, weil es zu Ende ist. Okay, ich denke, damit haben wir erstmal die Grundlagen des Kampfes ausprobiert. Ja, fangen wir mal an mit Erobern. Machen wir ein neues Spiel. Hier kann man so ein bisschen. Ja, eigentlich auch wie bei Civilization, sagen, wie groß die Karte ist und wie schwer es ist. Machen wir erstmal nur auf ganz einfach. Monster, normal, keine wenige, viele, allgegenwärtig. Ja, lassen wir mal normal, lassen wir mal alles auf normal. Anfangstechnologie Stufe 1 ist auch okay. Okay. Und jetzt wird eine Welt generiert. Gucken, ob der Stream auch läuft. Sieht aber gut aus. So. Genau, das ist ihre Flotte. Bla bla bla. Wir sind hier dieses Land Inipek. Oder ist das die Stadt? Ich glaube, das ist die Stadt, oder? Ich weiß gar nicht, wie unser Imperium heißt. Ja, und hier gibt es feindliche Städte. Und die feindlichen Städte kann man angreifen. Es gibt hier noch so Ortschaften, die kann man auch erobern. Und dann kann man das Reich einnehmen und bekommt Steuern. Und durch die Steuern kann man dann wieder mehr Schiffe bauen oder forschen. Es gibt dann noch Spione, die kann man irgendwo hinschicken. Und die spionieren dann die Gegend aus. So, wir sind hier echt scheiße. Hier gibt es reichlich, die uns. Wie geht das denn? Dieses Tis gehört hier zur Dagger Guild, aber Fructopolis, die Fructopiolaner, haben ja, also, ach, das geht dann über den Wasserweg, okay, ja, so könnte man es auch sehen. Ein wenig
Kommt mir FTL in den Sinn, wenn ich das sehe? Ja, stimmt. Ist ein bisschen wie FTL. Nur diese Zufallsereignisse gibt es nicht. Ja. Stimmt, hat so ein bisschen was von FTL. So, hier steht das Einkommen drunter und hier ist irgendwie ein Räuber. Eine Räuberbande der Anführer hat sich hier niedergelassen und macht die Gegend unsicher. Ja, ein Traum. Dann können wir die hier gleich mal angreifen. Wahrscheinlich war das jetzt das Letzte, was wir machen. Dann fangen wir gleich nochmal neu an. So, das ist der Forschungsbaum. Ja, der ist jetzt nicht so riesig, aber so klein ist er jetzt auch nicht. Und hier links fängt er halt an mit den ja, grundlegenden Sachen. Und dann kann man nach rechts weiter forschen und sich überlegen, was man da machen will. Ja, wir haben jetzt noch keine Forschung ausgewählt. Hier kann man das Geld bestimmen, mit dem man die Forschung pusht. So, Harpuniere könnten wir machen, Luftkorsaren, dann könnten wir Flugzeuge haben, die dann angreifen, was auch ganz cool ist, glaube ich. Verbesserte Sprengstoffe würden zu Raketen führen oder zu Flammenwerfern. Leider weiß man immer nicht so richtig, was das bringt. Also ich dachte, vielleicht hafert man hier drüber oder so, aber das habe ich noch nicht hingekriegt, dass man hier jetzt sagen kann, ja, das bringt jetzt genau das. Da muss man halt sehen, wie gut Teleskope sind oder wofür die sind. Wahrscheinlich größere Reichweite oder so. Verstärkte Holzpanzerung, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ach so, genau. Für Landschiffe Kreissägen und Kettenantrieb. Ja. Damit man, glaube ich, an Bäumen vorbeikommt, gibt es dann die Kreissägen und natürlich zum Kampf. Und Suspendium, das ist natürlich auch nicht schlecht. Glaube, wir sollten hiermit anfangen. Dann Panzerung, ich weiß es auch noch nicht. Wir fangen jetzt erstmal hiermit an. Hochdruck, Suspendium. So, können wir das Schiff eigentlich ansehen? Das sieht man hier. Kosten, okay. Dienstgipfelhöhe ist nicht schlecht. Crew nur 24, empfohlen 25. Blöd. Munition 100, Versorgung 10 von 16. Das ist, neue Befehle jede 4 Sekunden. Und das Schiff heißt gemein? Das ist ja doof. Das ist natürlich die Pixel 1, One. So, jetzt müssen wir überlegen, wohin wollen wir mal expandieren? Mir scheint es sinnvoll zu sein, erstmal hierhin zu expandieren. Da kann ich hier jetzt für 100, wir haben 399 und kriegen 90 die Runde dazu, den Spion hinschicken. Ich könnte eigentlich hier die Forschung erhöhen. Dann kriege ich halt nicht mehr so viel die Runde dazu, aber dafür ist die Forschung schneller. Okay. Ich bin mal gespannt, was das hier jetzt mit dem Räuber ist. Das habe ich auch noch nie gehabt. Jetzt sieht man hier einen Kampf. Inquipecu. Inquipec. Ach, die haben so ein Landship. Okay, ich weiß gar nicht, was wir haben. Haben wir eine Kanone? Geschütze? Ist das jemand hier, der Bomben werfen kann? Ah ja, Reserve gibt es auch noch, dann kann man die nachholen. Aber habe ich jetzt noch nicht so richtig ausprobiert, wie das geht. Ah ja, ich kann bombardieren, das ist ja praktisch. Dann mal doch hoch. Dann gleich zu bombardieren. Wir könnten hier speichern, das ist eine gute Idee. Ja. Start. Haben da auch ein Fort. Er kann ganz schön hoch mit seiner blöden Kanone. Ah, jetzt wird er nach vorne. Sehr gut. Hoffen haben wir den noch nicht. Nee, das.
sieht nicht gut aus. Wir scheinen so gut. Ah, doch, jetzt hat er den ersten Schaden. Dieses Vor, vielleicht sollten wir uns erst um das Vor kümmern, aber ich habe dann Angst, dass er die Kanone umdreht. Und wir dann einfach. Aber dann wären wir trotzdem von beiden eben beschossen, weiterhin beschossen. Ist eigentlich egal. Man muss das so ein wenig im Auge behalten hier. Oh, jetzt haben wir ein Feuer. Das ist schlecht. Aber wir haben hier noch den Wassertank, also es besteht die Chance, dass gelöscht wird. Ich will jetzt auch nicht zu weit, aber die Kanonen können echt gut nach. Vielleicht so. Der mit den Bomben wirft ja ganz schön beschissen. Es ist so ein bisschen unklar, was jetzt wirklich wie kaputt ist. Man sieht hier zwar, dass hier was beschädigt wurde und dass jetzt was weggefallen ist. Ich glaube. Okay, den hätten wir. Die haben hier, jetzt haben wir keine Munition mehr. Ah, schlecht. Aber die Kanone hier hat noch, glaube ich. Der hat sogar einen Mörser. Das Schiff ist durchgebrochen. Wir haben nur noch den Schützen, der schießt. Das ist jetzt, glaube ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Schneller Vorlauf. Seht jetzt gar nichts mehr. Ne, da berappelt sich auch nichts mehr. Manchmal kann ja sein, dass der dann wirklich erst verletzt ist und hinterher wieder repariert wird. Und danach geht es dann weiter. Aber hier das Geschütz scheint auch durch zu sein, irgendwie. Ich glaube, da können wir nichts mehr machen. Fliehen. Keine Quartiere. Den legen wir uns mal besser nicht an. Ja. So, der macht eh nur minus 10 Einkommen. Okay. Ganz so schlimm. Ach, das hat er jetzt nach dem. Oh, das ist aber blöd. Okay, dann muss ich mir gleich noch ein neues Raumschiff. Raumschiff. Ein neues Luftschiff bauen. So, von Piraten. So, hier sind auch nochmal Piraten. Okay. Dafür sind dann vielleicht die Landschiffe ganz gut. Hochdruckding. Vielleicht. Müssen wir ein Landschiff bauen? Ich weiß nicht. Wir müssten auf jeden Fall. Ja, wir machen erstmal Raketen. So, hier die Werft, da, Schiff konstruieren. So. Machen wir mal ein neues, würde ich sagen. Erstellen? Ja, Schiff erstellen. So, fangen wir mit der Basis an. Also, wir brauchen auf jeden Fall ein Kohlelager. Wir brauchen ein Munitionslager. Das muss auch verbunden sein miteinander. Wir brauchen auf jeden Fall Quartiere. Eine Reparaturstation brauchen wir. Wir brauchen. Was ist denn? Hatten wir nicht so ein Hochdruckdings? Oder war das dann hier unter Auftrieb? Ah, hier, Hochdrucksuspensorium. Alles klar. Brauchen wir. Machen wir mal. Hier hin.
Und da kommt die Brücke. Versorgungsluken und so brauchen wir auch noch. Stimmt schon. Brauchen wir nicht nochmal Quartiere? Crew 12 empfohlen. Ja, wir haben ja auch noch keine Waffen drin. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir auch noch Quartiere brauchen. So. Man sieht hier in dem. Kann ich das hier? Aber nee. Ich dachte, man könnte jetzt auch noch den Korridor-Modus sozusagen anstellen. Eine Versorgungsluke brauchen wir natürlich auch. Gleich schon. Der Wache, genau. So, mit Leiter. Verbindet nicht nach oben. So, und dann hier auch noch ein Korridor mit Leiter. Hier sollte der auch hin. Oh, das wird aber schon groß. So, da bauen wir jetzt hier das Zeug rein. So. 380 Meter, das ist schon viel. Aber wenn wir gleich Panzerung und Waffen vor allen Dingen dazu packen, dann wird das gleich schnell weniger. So, ich denke, in eine Richtung reicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch Granaten. Oh, damit kann ich das Ganze ändern. Ne, ich wollte X machen. So. So, damit haben wir hier nach vorne Kanonen und Granaten. Pelle haben wir natürlich auch noch nicht. So. Feuerwache haben wir schon. Wo sind denn Korridore? Hier. Wie viel Munition haben wir denn? 100. Versorgung. Ich brauche auch noch eine Versorgungsluke. So. Alles nötig, um ein kleines Schiff zu steuern, ohne funktionierende Brücke. Ah, okay, dann brauche ich das nicht. Kajüte, ein kleines Zimmer für drei Luftmatrosen. Aha. Krankenstation. Oh, das ist vielleicht auch ganz schlecht. Krankenstation. Kann diesen Ausgepossen aus Genauigkeit der Waffen bewerten und verbessern. Ja, das ist gar nicht schlecht, ne? Machen wir den nach unten. Komm, na, nach unten geht er leider nicht. Ne, muss nach oben. Okay. Ach, natürlich nicht. Hier geht er nicht hin. Okay. Muss ich da noch eine Leiter zu machen? Korridor mit Leiter. So. Da habe ich ja auch noch Platz. Genau, Quartiere fehlen. Versorgungsluke da weg, dann machen wir da Quartiere hin. Dann die Versorgungsluke hier hin. So, Dienstgebiet 175. Ist schon im Fallen. Wir sind auch bei 1200. Okay. Antrieb. Besser. Was? Wieso sollte der denn nach oben? Okay, das ist dann nicht das, was ich. Ah ja.
Gipskapsel ist auch wahrscheinlich nicht schlecht. Segel lassen wir mal weg. Was gibt es denn noch für Waffen? Haben wir da jetzt noch irgendwas? Gewehr, Gewehr, Umgeschirr, Bombenschacht. Klingt gut. Ja, weil da jetzt der Antrieb ist. Aber Bomben? Das klingt ja so, als wäre das perfekt für. Hier noch einen, eine Leiter. Hier auch noch. So, dann haben wir Bomben nach unten. Ist auch noch und okay. Geschwindigkeit ist auch noch okay. Preis geht auch noch. Okay. Krankenstation hatten wir, glaube ich, oder? Das ist hier die Krankenstation. Ja. Ich glaube, jetzt müssten wir uns langsam mal um. Ja, das lassen. Obwohl das eigentlich ganz cool ist. Aber ich will es nicht übertreiben. So, Panzerung. Holzpanzerung. Einzige, was wir uns leisten können. Ach, das ist schon die, die wir haben. Okay. Braucht den Stahl. Geht, ne? Geht. Machen wir einmal hier. So. Wir können auch noch Ziegelsteine nehmen, aber okay. Wäre vielleicht einfacher gewesen. Module. So, ich glaube, damit hätten wir auch erstmal unser erstes Schiff fertig. Jo. Versuchen wir das mal. Design speichern. Das ist der Hexer. Okay, müssen wir uns merken. Bau den doch bitte auch gleich mal. Erstmal einmal. Okay. Genau, hier könnten wir jetzt auch noch das Landschiff konstruieren und hier können wir die Verteidigung konstruieren. Da wird unser Schiff gebaut, interessant. Diese Verteidigung ist hier eigentlich scheiße. Also die Dinger bringen nichts, aber wir haben jetzt, glaube ich, auch noch nichts, was wir da einbauen könnten. Wir könnten dann überlegen, wenn wir die Raketen fertig haben, dass wir da mit den Raketen was machen. Das updaten. So, wie sieht das jetzt hier aus? Die führen Krieg. Die führen Krieg. Oh, wir werden im Moment noch nicht angegriffen. Die führen auch Krieg. Schön. Ja. Oh, jetzt werden wir angegriffen, oder? Forschung wählen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wir werden angegriffen. Ja, mal gucken. Feuerlöscher, das hat letztes Mal schon. Ne, der ist da hingeflogen und hat die Piraten weggemacht. Danke! Popolis hat die Räuber besiegt. Oh, das ist ja nett. Die breiten sich aber ganz schön aus. Breiten sich ganz schön aus. Genau, Stadt anschauen. Da sieht man, hier ist irgendwie nichts. Ich könnte jetzt für 500, könnte ich jetzt investieren und dann würde hier die Stadt zerstört. Oder ich könnte für 1000 eine Revolte anzetteln. Dann könnte ich das übernehmen. Vielleicht sollte ich die mal angreifen hier. Die scheinen ja nichts mehr zu haben. Ich glaube, ich greife die mal an. Bevor die hier alles erobern. Oh, das sieht ja auch interessant aus. Ich hoffe, unsere. Das, es regnet. Sturm. Feuer geht manchmal von selbst aus. Aha, okay. Die höchsten Schiffe werden manchmal von Blitzen getroffen. Und was ist das? Achso, das ist beides. Okay. Ja dann. Start mal. Okay. Wenn der sinkt, ist das schon mal gut.
Da geht einiges kaputt. Ah, er konnte sich nochmal fangen. Bomben drauf zu werfen scheint eine ganz gute Idee gewesen zu sein. Da gehen wir mit. Oh, jetzt will er das wissen. Jetzt habe ich mich wieder tricksen lassen. Das hier eigentlich. Es gibt hier gar keine Verteidigung mehr. Okay. So, dann probiere ich mal rammen. Bomben habe ich ja jetzt geworfen. Kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Okay, gut. Ich kann hier auch einfach warten. Ja, die Bomben haben uns, glaube ich, geholfen. Weiß gar nicht, was hier. So viel kaputt ist hier gar nicht. Hier oben ist einiges kaputt gegangen. Ja. Okay. Haben wir geschafft. Ja, genau. Jetzt kann man sagen, sanfte, wie man das von Civ halt auch kennt, sanfte Übernahme, brutale Übernahme oder plündern. Wir machen natürlich eine sanfte Übernahme. Lange genau, aber die Stadt fast intakt. So. Kann ich die jetzt wieder reparieren? Ich frage mich, ob das Schiff. Ich baue auf jeden Fall noch eins davon. Die. Wie hieß die? Hexa. Genau. Die scheint ganz gut zu sein. Zumindest, wenn man sie richtig positioniert. Ah ja, hier der Antrieb und so war dann kaputt. Okay. Das ist natürlich die MS Pixel 2. Die wird gebaut, okay. Mit der Forschung sind wir auch weiter. Dann hätten wir vielleicht warten können, um die abzudaten mit Raketen. Ah, wir machen das jetzt hier so. Und Feuerlöscher, genau. Wir haben jetzt schon Raketen und Feuerlöscher. Kanone, mittlere. Besser ist hier. Lufttaktik. Dragoner Enterhaken. Gerne mit den Dreideckern mal ausprobieren. Wollen wir das mal machen? Machen wir mal weiter. Die Stadt hat keinen Verstand, was sehr gefährlich ist. Ah, okay, ja. Klicken Sie auf die Stadt und wählen Sie Verteidigung aus. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Gebäude konstruieren. Da gibt es zum Glück auch schon fertige. Da müssen wir dann nicht mehr so viel machen. Ja. Das ist hier so das Beste, was man da bauen kann, ne? Ach, das kostet noch mal. Ah, hier ist es günstiger. Ja, dann bauen wir den hier. Geld, ich sehe. Ach doch, hier. 228. Ja, für Neues habe ich nichts. Ach, Landbein kann. Ah, okay. Man kann hier auch. Okay. Land bauen. Gut zu wissen. So, okay, das haben wir gemacht. Verteidigung haben wir. Jetzt können wir schon mal überlegen, was wir uns denn. Oh, die hier wären natürlich riesig groß. Das heißt, wir müssen uns hier erstmal was Kleineres holen. Das heißt, wir schicken hier jetzt erstmal unseren Spion hin.
So, Spion aktiv. Der bringt auch Geld. Ah, sehr cool. Gut, die haben hier zwei, drei Decker, also Landebahn, aber ansonsten nichts. Das ist ja easy für uns. Stimmt, das sind jetzt zwei, genau. Wie repariere ich die jetzt? Reparieren, 25, sehr gut. Umbauen. Ah, Luftkursan. Drei Decker. Wäre Kanonen. Oh ne, ich glaube, da müssen wir jetzt. Kann ich die upgraden? Umbauen. MS Pixel. Geld habe ich denn? Genug Geld hätte ich. Was bringt mir denn das Umbauen? Kann ich. Ah, jetzt kann ich hier Sachen rausbauen. Ah, Umbaukosten da oben. Das ist ja schon mal super. So. Waffen brauchen wir dann. Waffen, Raketen, genau. Oh, die sind aber doppelt. Ja, beim Löschen nimmt er da immer irgendwie so einen ganzen weg. Das ist semi-gut. Raketen. Hatte doch noch was. Ach, es gibt eine Riesenrakete. Rakete angemalt wie ein Dämon, die in einem großen Feuerball explodiert. Schaden 45, Spritzschaden 9 Meter Nachladezeit 10, 4 Munition pro Schuss. Okay, und was machen die normalen Raketen? Explosionsschaden 39, 45, 5 Meter, 9 Meter. So viel bringt das jetzt nicht. Der hat auch noch. Okay, Reichweite 450 Meter, Reichweite 570 Meter. Das bringt nichts, das Ding. Dann lieber den kleinen Haubenhagelkanone. Die hatte ich auch eben noch nicht. Wir hatten nur die Kanone. Okay, da ist ja noch einiges, was wir nicht hatten. Was hatten wir? Hatten wir Flieger. Husarenkaserne. Wir haben jetzt leider noch nichts, was wir da reinbauen können, glaube ich. Da fehlen halt noch die Flieger. Aber das ist ja cool. Dann können wir einen davon auf jeden Fall updaten. Haben wir hier jetzt noch was? Ich überlege, gibt es auch kleine Munitionslager? Ressourcen. Nee. Doch, kleines Munitionslager gibt es auch. Ach, das ist dann. Ah, okay. So. So, wie viel Munition brauchen die pro Schuss? Das stand hier doch gerade, oder steht das nur hier? Na, 2, empfohlene Crew 2. Gerade vorgelesen. Benötigt so und so viel Munition pro Schuss? 4 Munition pro Schuss. Okay, dann ist das hier. Das steht hier nicht bei. Das heißt, die verbraucht wahrscheinlich eh nur 1 Munition pro Schuss. Okay. Die lassen wir mal noch drin, die mit den die Granatwerfer. Jungs, ich weiß nicht. Ja, ob die was bringen, weiß ich natürlich auch nicht. Aber viel Schaden machen sie wahrscheinlich. Also. Viel falsch kann man damit wahrscheinlich auch nicht machen. So, das wollte ich sagen. Okay, was ist denn eine Traubenhagelkanone? Diese Kanone für eine Menge kleiner. Ach, das ist eine Schrotflinte. Okay, aber. Panzerung, das wäre verstärkte Holzpanzerung gewesen. Umbaukosten 26, das ist ja. Peanuts. Bau die mal um. Wird die nicht gerade um. Baut? Nee. Denn so verwirrt mich. Ja, die kann ich jetzt mit rechts nicht löschen. Muss ich den haben? Muss ich wohl. Rakete. War auch genauso.
Ja. Umbauen. Nach dieser ersten erfolgreichen Eroberung sind Sie nun bereit, Ihr Imperium auszuweiten. Erobern Sie Stadt um Stadt, bauen Sie Verteidigungstürme und verstärken Sie Ihre Flotte. Bald haben Sie die Welt erobert. Okay, dann speichere ich mal. So, da ist der Spion schon mal aktiv. Hier wird umgebaut. Dann fangen wir hier gleich mal an. Vielleicht sollten wir den Spion mal hier hinschicken. Oh, auf welche Stadt? Ach, da fliegt die hin. Ja, dann müssen wir da auf jeden Fall gegen angreifen. Okay, das ist ja ein interessantes Design. Ich sehe leider nicht, was die haben. Okay, ein Schiff. Wir können nicht so hoch schießen. Wir können eh nichts weitermachen. Aber eigentlich nur zugucken. Bauen sich da nicht oder was? Okay, gut. Das dauert ein bisschen. Kann leider nicht weiter rauszoomen, um beide drin zu haben. Aber es raucht schon. Oder muss das so? Das muss auf jeden Fall nicht so. Das ist wahrscheinlich ein Schiff, was nur auf den Nahkampf aus ist, weil es hier vorne so einen Rambock hat. Und da wir gar keine Schiffe haben, die verteidigen können, ja, da hättet ihr vorher mal einen Spion dahin schicken sollen. Hier auswählen kann ich hier sagen, fokussiere auf schnell schießen, sorgfältig zielen. Haben sie gelöscht. Sind schon ein bisschen mehr. Es kann halt nur sein, dass gleich die Munition ausgeht. Ah, okay, jetzt kommen sie. Noch nicht richtig, aber sie sind näher rangekommen, was ja schon mal nicht schlecht ist. Ja, leider sind sie. Ah, hier, dem fehlt die Munition. Denen geht die Munition aus. Das hier auch. Also der wird immer mal wieder getroffen hier. Das brennt auch mal wieder. Die kriegen das aber immer wieder gelöscht. Also. Oh. Okay, die haben jetzt kapituliert. Na gut. Sieg. Fructopolis war das? Ach, die hauen ab. Eigentlich müssten wir die jetzt angreifen da in Fructopolis. Die werden hier auf jeden Fall wieder hinkommen. Heißt, die müssen wir auf jeden Fall umbauen. Da bauen wir auch auf jeden Fall Raketen ein. Eigentlich alles zumachen? Nee. Raketen. So, Modul umkehren. Das hier auch raus. Dafür eine Rakete rein. Das raus und das raus. Und dafür kommt auch eine Rakete rein. Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass die hier mal rüberfliegen. Das heißt, wenn die ganz nach oben fliegen, ist natürlich. Aber nach was nach oben schießt, habe ich auch gar nicht. Die schießen nur in eine Richtung. Die Musketen nach oben schießen? Ne, da können wir eh nichts. Oh, hier könnten wir nochmal so eine Riesenrakete drauf bauen. Wow. Wieso? Wie teuer diese Raketen sind. Explosionsschaden, Gewicht, Crew. Ach so, genau, das sollten wir jetzt auch noch mal machen. Hier irgendwo noch mal Ressourcen, Munitionslager anbauen.
Ach, hier kann ich nicht runter. Ja, dann mache ich hier zwei kleine Munitionslager hin. So, damit die genug Munition haben. Panzerung. Die haben Ziegelsteine überall. Ist das Ziegelsteine überall? Aber nicht. So. Okay. Dann auch das Design können wir eigentlich speichern. Das hätte ich mit dem anderen schon mal machen sollen. Welches? Gar keins. Kann die nach oben schießen? Was ist das hier? Defensivplattform 3. Was ist eigentlich Turm 1? So. Aus. Umbauen. So, Mist, habe ich das gemacht? Gespeichert habe. Turm 1. Öffnen. Das war jetzt falsch, weil er jetzt irgendwie das komplett neu baut, aber ist egal. Ah, hier kommt schon. Ja, das verteidigt, das war doof von mir. Aussieht. Gegnerische Flotte, dass ihre Stadt gut verteidigt ist. Oh. Aber hier noch gerade Verteidigung. Würde ich gerade noch mal kurz was umbauen wollen. Aber nachher habe ich dann gar keine Verteidigung. Das Umbauen selbst, dauerte das nicht auch? Probiere es einfach aus, indem ich hier oben noch mal Raketen drauf baue. Ich dachte, ich könnte den Feuerlöscher als Feuerlöscher und als Gang benutzen. Ach so. Ah. So, und dann kann ich dann hier den Korridor mit Leiter hin? Ja. Okay, bau mal um. Baut dann das wirklich komplett um? Ja, und jetzt habe ich keine Verteidigung da und die haben es eingenommen. Ja, das war natürlich. Okay. Gut, auch wieder was gelernt. Holla, die Waldfee. Okay, das ist eine etwas größere Flotte. Naja. Oh, muss ich gleich niesen. Am besten. Ich würde gerne, wir lassen das so, so hoch wie möglich. Ja, fahr da schön drunter. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, und jetzt bewegen wir uns hier hin. Okay. Dann muss ich die einzeln bewegen. Ah, Fehler bemerkt. Nee. Die haben auf jeden Fall jetzt ein Problem mit ihrem Auftrieb. Okay. Hier hin.
Weiß nicht, ob ich die jetzt alle zerstören muss oder ob die irgendwann aufgeben oder verbrennen oder keine Ahnung. Gehen wir ein bisschen tiefer. Die Sonne blendet den Gegner. Wir haben Vorteil. Ach so, weil die Sonne gerade aufgeht. Okay, cool. Okay, das scheint ja auch irgendwie führerlos zu sein. Gehen wir hier nochmal kurz hin. Ja, Munition wird langsam knapp. Also da müssen wir als nächstes nochmal ran. So, achso, den haben wir. Haben wir dafür noch genug Munition? Die schießen alle irgendwie noch. Gar keine Munition mehr. Niemand hat mehr Munition. Okay. Ganz schlecht. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ich könnte hier jetzt einfach hoch genug fliegen. Und warten, bis denen die Munition ausgeht. Ist bereit? Ah ja, okay. Ah, hier Munition 0. Denen geht jetzt das Wasser langsam aus. Ups, was war das? Ja, bringt jetzt nichts, ne? Muss ich fliehen. Ja, den einen haben wir nicht geschafft. Sonst hätten wir gewonnen. Die Schiffe jetzt verloren? Die sind hier noch. Oh, wo? Ah ja, okay. Die nochmal aufrüsten. So. Okay, das braucht wirklich alles seine Zeit. Schade, ich dachte, wir hätten da ein bisschen cheaten können. Nicht so. Munition. Wir haben auf jeden Fall viel zu wenig Munition. Ansonsten sind die Schiffe gar nicht so schlecht. Was doch Ressourcen. Und Lager. Haben wir auch noch. Passt. Hier auch. Kajüten. Munitionslager. Ach Mist. Eine Panzerung hat er übernommen. Schön. Gut. Gut, dann bau wieder um und dann fliegen wir nochmal zurück. Oh, warte mal. Unser Spion jetzt. Brutale Übernahme. Okay. Wir erstmal dahin, greifen das an, ist egal. Ah, cool, Flugzeuge sind fertig. Dann können wir da als nächstes mal rein investieren. Das ist wichtig.
Oh. Der will da. Okay. Da ist jetzt nicht mehr so viel von übrig. Kann ich die beide bewegen? Dann. Start. Dann nochmal drunter. Genau. Wir können jetzt schon mal hier hin. Ja gut, aber der hat in der Zeit schon mal Turm gebaut. Der Gegner versteckt sich im Nebel. Ja. Er ist flugunfähig. Müssen wir jetzt noch kurz erledigen. Okay, das hat sich auch erledigt. Bombardieren wir den Außenposten. Ich glaube, das reicht, wenn der nicht, wirklich nicht mehr fliegen kann. Dann müssen wir uns da auch nicht mehr anstrengen. Hier ist so ein ziviler Ballon. Ich glaube, der hat sich den Tag auch anders vorgestellt. Bomben. Aber genauer. Das sollte man besser Feuer einstellen. Ah, okay. Ja, die Bomben sind echt gut. Direkter Treffer. Weiß nicht, wann das hier vorbei ist. Schneller. Aha. Okay. Rote Festung entwaffnet. Kein Antrieb, flugunfähig. Okay. Jetzt eigentlich zurück. Gehört das hier noch da zu der Provinz? Was ist denn da? Schauen. Da waren die Doppeldecker. Hier raus. So lassen. Krieg jetzt auch nicht mehr so viel. Mein Land ist zu klein geworden. So, wenn die Übernahme durch ist, genau, jetzt kann ich hier Verteidigung bauen. Bauen. Öffnen. Öffnen. Umbauen. Noch kurz warten. Damit kann man sich, glaube ich, schon mal einigermaßen verteidigen. Ach, jetzt ist es hier eh zu spät. Er hat es übernommen. Oh, das sind aber viele. Genau, bitte. Baut sich erstmal nur einer. Haben die wohl Bomben? Machen die denn? Das hier ist ja so halb sinnlos. Eigentlich sinnlos. Das bringt nichts. Da gehen wir jetzt gleich noch mal hin und holen das wieder zurück. Oh, das war aber ein guter Treffer, dass es da gleich brennt.
Ah, vielleicht treffen wir von hier aus beide. Sind schon etwas hartnäckigere Ziele. Da ist irgendwas kaputt gegangen, gerade was Wichtiges, glaube ich. Da auch. Knack, 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 knack. Okay. Dann sorgfältig zielen. Ach, hier gibt's. Ich dachte, hier gibt's noch einen. Der hat keine. Der hat unsere Befestigung dann eingerissen und nicht wieder repariert. Gut, wir dann. War ich noch den Rest Munition bei dem anderen verteilen? Ja. Und ich glaube, dann wären wir auch fürs Erste soweit erstmal durch. Für eine erste Kampagne oder erste Erfahrung mit dem Spiel war es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hurra! Sieg ist unser. Ja, und jetzt? Naja. Ihrer Munitionslagerung. Wenn man kleinere Schiffe hat, glaube ich, besser. Massive Steinmauern. Spinnenbahn. Protokolle, Kanonen explodieren nicht. Lufttorpedos klingt. Ja, aber ich würde sagen, für die erste Version machen wir es mal nicht so lang. Ich weiß nicht, ob ihr noch mal Lust habt, beim nächsten Mal das Gleiche noch mal zu spielen oder ob wir beim nächsten Mal was anderes machen wollen. Können wir ja dann spontan am nächsten Donnerstag mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen guten Abend. Bis dahin.